Entpanzerungstherapie nach welchem Reich? Unser Bauch, das Segment Nummer 6. In dieser Playlist stehen die Videos in der Reihenfolge, wie ich gerne das Wissen kommuniziere und wie du die Übungen machen solltest. Die Reihenfolge macht hier tatsächlich Sinn, von oben nach unten. Und genauso wie in den anderen Übungen sorgen wir dafür, dass die Bauchdecke so richtig arbeiten muss, damit sie danach sich so richtig gut entspannen kann. Und das Ziel ist, dass du im Alltag immer wieder deinen Bauch locker lassen kannst, damit deine Lebensenergie so fantastisch fließt. Diese Übung ist sehr ähnlich zu der Pranayama Agnisara. Deswegen gelten die gleichen Kontraindikationen, die gleichen Empfehlungen, am liebsten nüchterner Bauch, keine Entzündungen im abdominalen Bereich, Fieber ist untersagt und natürlich die Schwangeren sind leider auch aus dieser Übung ausgeschlossen. Wir atmen ein und spannen Bauch ein und ziehen richtig rein beim Ausatmen und machen richtig groß beim Einatmen. Ausatmen richtig flach und das passiert sehr schnell. Unsere Aufmerksamkeit ist nicht mehr im Zwerchfell, sondern in der Bauchdecke. Atme so, natürlich in deinem Tempo, aber relativ schnell für 10 bis 15 Minuten. Falls du es noch nicht schaffst, falls du viel früher Schwindelgefühle kriegst oder komische Emotionen, mach Schluss in dem Moment, wo es zu anstrengend ist. Diese Übungen lösen leider alle Probleme nicht an einem Tag. Das ist alles ein Prozess, wie auch jede andere Körperarbeit. Und das letzte Segment, das danach folgt, ist dein Becken. Unbedingt auch danach die Übungen für deinen Beckenbereich machen, damit du ganzheitlich alle Zonen, alle Panzer bearbeitet hast und heute ein bisschen besseren Energiefluss ermöglicht hast, als es gestern war.